Danke sehr. Oh. Buenas tardes. Das ist doch ein Toreador, wie er im Birkel steht. Na, bitte so nehmen Sie doch Platz. Danke schön für den Einnahme, Herr Sitzungschef. Ja, danke, danke. Naja, also, ja, wir werden natürlicherweise an Ihrer Faschingsparty teilnehmen. Also, ich finde es fabelhaft, dass Sie das ganze Haus eingeladen haben. Nur... Olle! 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 Ja. Ja, bitte um Entschuldigung, wir haben nur eine passende Bemerkung zum Kostüm unseres Hausherrn gemacht. Was ich noch sagen wollte, die Faschingskrapfen und die Getränke gehen selbstverständlich auf meine Rechnung. Schließlich haben Sie mir die Konditorei zur Verfügung gestellt. Ja, bitte, bitte, aber doch wirklich das Wenigste. Die Konditorei wird ja sowieso um 6 Uhr geschlossen. Und so haben wir wenigstens die Möglichkeit, dass wir dann nur wir Hausbewohner dort gemütlich beisammen sitzen. Nur... möchten wir Ihnen etwas sagen. Das heißt, eigentlich fragen, ob es Ihnen recht wäre, wenn wir so kommen, wie wir sind. Weil wir finden, also eine Verkleidung, dafür sind wir schon ein bisschen zu reif. Ja, natürlicherweise sind wir dafür schon ein bisschen reif, nicht wahr? Der Guri hat da vorhin mit dem Olé, nicht wahr? Ich wollte da nur sagen, was auch das Kostüm anbetrifft. Vielleicht auch Olé? Auch, nein, Guri, da wirklich nicht. Also, das wäre das Passendste gewesen. Du könntest ja auch den Don José trällern oder der Rappapam. Ja. Hab in den Kampf, Torero! Bravo, das klingt. Irgendwas, was dir Spanisch vorkommt. Ja, Guido, wenn ich mir dich anschaue, kommt mir eigentlich alles Spanisch vor. Toro, Stier. Ich bitte dich, ich flehe dich an, lass doch den Franz einmal ausreden. Ja, ich danke dir vielmals, Hila. Also, es ist nämlich Folgendes. Wir möchten Ihnen nur sagen, dass wir voriges Jahr nämlich auf einer Faschingsparty waren. Wissen Sie, in Kostüm und Maske. Und da haben wir uns beide geschworen, das machen wir nie mehr. Erstens war uns langweilig und zweitens kamen wir uns halt ein bisschen lächerlich vor. Ich bitte Sie, gnädige Frau, selbstverständlich können Sie kommen, wie es Ihnen Spaß macht. Ich habe allerdings zur Sicherheit unten in der Konditorei ein paar lustige Hüte und sonstige Ähnlichkeiten vorbereitet, nicht? Was? Für mich auch? Aber ja, Guido, Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Fein. Haben Sie vielleicht eine Krone? Ja, Krone, eine. Guido, wozu packst du eine Krone? Ach, da schau, jetzt tritt ein gieriger Ausdruck in deine Augen. Was, ein gieriger? Jetzt bist du neidisch, weil dir niemand eine Krone angeboten hat, ja? Aber ich habe mich zuerst angemeldet. Also entschuldigen Sie, meine Herren, ich glaube, diesen Streit kann ich sofort schlichten. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich 2 Kronen unten in der Schachtel. Ach, fein, dann gehen wir als guter König und als böser König. Ich bin der Gute. Ich weiß nicht. Guido, also wenn man dich so anschaut, ich wüsste eigentlich an einem Königshof noch eine passendere Rolle. Ja, freilich, es käme auch noch die Königin in Frage. Aber ich gehe so ungern in Frauenkleider. No, nicht nur. Da. Bernie, nein, also bitte jetzt, hör auf. Du kannst das doch nicht direkt vor die Türe stellen. So? Wenn jemand hereinkommt, da stößt er sich doch gleich. Na ja, einerseits ja. Andererseits, aber wenn wer nackert kommt, dann kann er sich gleich was aufsetzen. Also bitte, bei uns kommt niemand nackert herein, ja? Da kannst du gleich deine unmoralischen Wunschträume kannst du gleich zurückstecken, ja? Wir haben ja keine Nudistenparty hier. Ja, schaut einerseits, ja. Andererseits, bei den Hausbewohnern von da ist vielleicht mehr Glück, dass da keiner nackert kommt, ne? Also, du sei doch nicht frech, du! Das sind alle hier sehr, sehr nette, sehr würdige Leute. Ja, eben. Fahrt wird's heute werden, ne? Also, ich weiß nicht, wenn aus deinem Mund etwas herauskommt, dann ist es immer eine Unmöglichkeit. Und wenn du irgendwas anrührst, dann wird es meistens zu einer Katastrophe. Aber bitte, Frau Chefin, Sie müssen doch zugeben, dass ich zumindest die Dekoration da echt geil aufgehängt habe. Nein, hör auf mit echt geil. Was sind das für Ausdrücke? Das verbiete ich. Aber naja, gut, die Dekoration hast du sehr hübsch gemacht. Und ich muss sagen, als Mädel bist eigentlich auch sehr hübsch und lieb. Gell? Echt geil. Na bitte, benimm dich auch so, ja? Ach, Weib! So lass uns nun in dieser kleinen Hütte noch Rast einlegen vor des Abends Mühen. Ja, gut. Lass mich nur erst mal alles abstellen, dann helfe ich dir aus dem Mantel.
Du sollst dich ja nicht verkühlen, wenn wir wieder hinausgehen. Wir wollen doch keinen Husten bekommen, nicht wahr? Das wäre wirklich eine Tragödie, diese Stimme getrübt. Ja, komm, setz dich. Und weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese wohlberedten Tage, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden. Einen Kamillentee. Na komm, Mädchen, eile. Ich bin ein Bub. Veronika. Nein, Bernie. Psst, Veronika. In welche obskure Lokalität sind wir da geraten? Nein, nein, bitte verzeihen Sie. Aber meine Konditorei ist keine obskure Lokalität. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Lokal. Bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen, noch. Aber leider nicht mehr lang, denn wir schließen heute um 6 Uhr, weil wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft. Sartre! Ja, ja. Komm, hä? Setz dich bitte. Wir bleiben nur ganz kurz, ja? Komm. Dieser Sessel wackelt. Oh, dann nimm diesen. Also wie gesagt, wir bleiben nur eine halbe Stunde. Bitte, setz dich. Dieser Sessel ist besser. Fein. Wissen Sie, um 6 Uhr müssen wir um die Ecke in die Volkshochschule. Dort tritt mein Mann heute Abend auf. Auf was? Veronika, habe ich nicht gesagt. Dieses Mädchen, dieser Zwitter ist beschränkt. Nein, bitte. Mein Bernie ist ein sehr intelligenter Bub. Entschuldigen Sie, also mein Mann meint das nicht so. Er wollte Ihren Sohn ganz bestimmt nicht beleidigen. Das ist nicht mein Sohn. Oh, Verzeihung, er wollte Ihren Herrn Gemahl ganz bestimmt nicht. Das ist nicht mein Herr Gemahl, das ist mein Lehrbuch. Interessanter Aspekt. Ein Transvestit als Konditorlehrling. Ja, das ist nur das Temperament eines großen Schauspielers, das manchmal mit ihm durchgeht. Was, Sie sind ein Schauspieler? So schauen Sie gar nicht aus. Das habe ich nicht gesagt, Veronika. Dieses Wesen, das ist doch... Nein. Bitte, ich will ihn ja nicht beleidigen. Wann Kamillentee? Das wird doch möglich sein, oder? Ja, dann sag schnell. Ja. Mach einen Kamillentee. Oh. Darf ich Ihnen bringen, gnädige Frau? Für mich bitte einen Schnaps. Ja, das verstehe ich, ja. Na, ich meine, ich hätte mir auch einen Antudeln, wenn ich mit... Entschuldigen Sie bitte, aber Sie sind Schauspieler. Das macht mich ganz aufgeregt. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben einen lebendigen Schauspieler kennengelernt. Wollen Sie ein Autogramm? Papier, Filzstift, den schwarzen Gurzen, ja. Entschuldigen, meine Fotos sind leider in Druck. Ja. Na, komm mit. Bitte komm. Auf meinen rechten Zettel, ja, ich hätte auch vielleicht einen Moment, Moment. Schreiben. Dankeschön. Herzlichst, Kurt. Zillertal. Ja, Zillertal, Kurt Zillertal. Zillertal. Ja. Sie sagte, haben Sie das Plakat an der Volkshochschule nicht gelesen? Hm? Nein, verzeihen Sie bitte, aber ich gehe immer in die andere Richtung. Hm. Was für ein Stück wird denn dort heute gegeben? Stück? Shakespeare. Ah, Shakespeare. Und irgendwas Bestimmtes? Alles. Mein Mann hat da so einen großartigen Einfall Danke, gehabt. Danke, ich weiß. Er spielt die Höhepunkte. Die Höhepunkte? Mhm. Die, von was bitte? Die Höhepunkte der Höhepunkte aus einem Schaffenswerk. Alle großen Szenen zusammengefasst. Sir Klaus Maria Brandauer will das schon lange, aber er wird's nicht schaffen. Aber du schon, Kurti, du schon. Mein Gott. Ich mach Ihnen ein Geschenk. Ein Geschenk? Geschenk? Da bin ich aber neugierig drauf. Das ist neugierig. Echt geil. Ja, bitte. Bitte. Entschuldigen Sie, darf ich? Ich mach das. Schnaps habe ich gleich einen doppelten gebracht, meine Frauen. Sie werden ja, ihn brauchen. Danke schön. Das ist aber wirklich sehr nett. Veronika, du wirst heute noch gebraucht. Ah, Sie spielen auch, gnädige Frau? Nein, schon lange nicht mehr. Seit unserer Heirat bin ich zurückgetreten. In diesem Beruf ist nur Platz für einen und der bin ich. Meine Frau als hochintelligentes Wesen hat das sofort herausgefunden. Das ist das Glück unserer herrlichen Ehe.
Ich kümmere mich um alle Kleinigkeiten, damit er für seine Kunst frei ist. Um seine Garderobe, um seine Gesundheit, seinen Charakter. Ja, und meine Texte kann sie alle auswendig. Wirklich, Mona, da würde ich an ihrer Stelle doch einfach an seiner Stelle spielen. Ne? Mein Gott, ich bin so... Nicht, dass ich heute nicht dabei sein kann bei Ihnen, aber wir haben heute einen Fasching hier. Ich bin so traurig darüber. Ich will Sie beglücken. Mich? Ein paar Höhepunkte. Der Höhepunkt. Achtung! Die Warnung finde ich echt fair. Ruhe! Ja, mir fahren ja eh. Schirm. Oh, Schirm. Ja, super. Psst, er spricht. Kurt Zillertal spricht. Wenn Rache statt Verzeihen dein Herz regiert. Wenn Rache statt Verzeihen dein Herz regiert. Sieh her, nimm dieses gut geschliffene Schwert. Hallo, was ist denn? Stech's, wenn du willst, in diese treue Brust. Nein, ich will ja gar nicht. Oh, grab die Seele frei, die dich so liebt. Nein, schwanke nicht. Ich bin der Mörder Henrichs. Und deine Schönheit trieb mich in den Tod. Das tut mir aber leid. So, bring mich um. Ich stach auch Edward ab. Der Stachlaber war dein schön Gesicht. Heb auf das Schwert noch einmal. Oder mich. Steh auf, du Lügner. Ja, bitte, steh auf, du Lügner. Ja, ich will deinen Tod, doch will ich nicht dein Henker sein. Ja. Richard der Dritte, stimmt's? Ist der Cowboy. Ja, bitte? Trampelt es meine Szene. Ist ein total falsches Kostüm. Oh, das tut mir leid, Herr Richard, aber ich hab geglaubt, hier ist ein Faschingsfest. Ich hab aber nicht gewusst, dass der Schirmmörder da ein Shakespeare-Festival macht. Sie sind viel zu früh dran, Heinz. Jetzt ist Zillertal dran. Zillertal? Was ist das, ein Tiroler Heimatabend oder wie? Banause. Doch, ein Banause. Diese Mutation zwischengeschlechtlicher Unzulänglichkeit klatscht in meine Szene. Entschuldigung, es war nur die Freude. Ich hab geglaubt, das ist schon aus. Veronika, wir sind unter wahnsinnige Geraden. Du könntest als Hofnarr gehen, ja. Guidon, wenn es dich schon unbedingt drängt, dich zu verkleiden. Nein, es drängt mich nicht. Ich wollte eurem Hausherrn Olé nur die Höflichkeit erweisen, zu seiner Faschingsparty wenigstens die Andeutung eines Kostüms zu tragen. Apropos du, übrigens, Hofnarr, das ist keine Beleidigung für mich. Das waren schon immer die Gescheitesten. Apropos Hofnarr, haben Sie vielleicht eine Narrenkappe in Ihrem Vorrat, mein spanischer Bande? Hab ich, aber die hat leider der Tommy schon für sich bestellt. Ja, das hätte man denken können, nicht wahr? Meine ganze Familie lauter Norden. Ja, aber Franz, gell, nur du bist der einzig Kluge und Gescheite, gell? Aber sag einmal, eines wirst du uns schon erlauben, dass wir am Faschingssamstag heute Abend richtig lustig sein dürfen, ja? Von mir aus kann jeder lustig sein, wann immer er will. Nur ich für mich möchte feststellen, dass ich es gar nicht schätze, zu bestimmten Tagen auf Knopfdruck, weder zu Silvester noch am Faschingssamstag unbedingt lustig sein. Finde ich nicht sehr höflich, dass du so etwas sagst vor dem Herrn Hellmann, der sich so viel Mühe mit dieser Party gegeben hat und mit den ganzen Einladungen und mit allen Vorbereitungen. Ja, aber ich muss sagen, die Frau ist sehr lieb von Ihnen, aber wird es einen Riesenspaß gemacht. Ja? Obwohl ich zugeben muss, es war gar nicht so einfach. Ich meine, alle Hausbewohner unter einen Hut zu kriegen. Also außer dem Tommy hat ausgerechnet heute jeder irgendwas vorgehabt, nicht? Ich hoffe trotzdem natürlich, dass alle kommen, nicht? Ich meine, ich finde es irgendwie traurig, dass es manche Menschen gibt heute, die noch keine Feste feiern wollen. Was sagen Sie, Herr Guido? Naja, das ist leider der Zug unserer Zeit. Es ist sozusagen ein Neo-Biedermeier ausgebrochen. Jeder verkriecht sich am liebsten in seine eigenen vier Wände. So rauschende Feste wie in unserer Jugend gibt's nicht mehr. Ja, Guido, füg dich drein. Unsere Jugend ist vorbei. Du gut, sei nicht so trübselig. Du, ich freue mich auf einen richtig lustigen Abend. Liege Frau und Bin sollen Sie heute haben. Ich gehe jetzt noch eine Runde durchs Haus machen und versuche, alle Leute zusammenzutrommeln, dass alle auch pünktlich kommen. Dann gehe ich in die Konditorei, schau, ob alles vorbereitet ist. Und dann, Olé, darf ich Sie dann erwarten? Olé. Mit Vergnügen, Herr Hellmann. Also dann, küsst die Hände. Hasta luego. Perfekt.
Ja, ja, ja. Hast du, habe ich richtig gehört, hast du gesagt, mit Vergnügen? Ja. Ja. Na fein, also was das für ein Vergnügen sein soll, kann man nichts Ärgeres vorstellen als ein Abend mit der Neuberger. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Sie muss ja schließlich auch dich aushalten. Ne? Ja, und findest du also das Fräulein Fuchs, dass die so eine besonders spritzige Konversation hat? Ja, mein lieber Franz, wenn du solche Ansprüche stellst, dann gibt's nur eines. Du bleibst zu Hause. Das sind goldene Worte. Das brauchst du nicht zweimal sagen. Weißt du was? Ihr zwei. Ihr geht's hinunter und feiert's in meinem Bacchanal mit der Neuberger und mit der Fuchs. Muss ja ganz originell sein. Bitte, vielleicht dürft ihr als Höhepunkt sogar eine Papierschlange werfen. Aber das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Ach so? Na bitte, dann erhöhe ich. Zwei Papierschlangen und noch ein Packerl Konfetti. Ja, 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 das täte so passen. Nein, mein lieber Franz, du kommst mit und du wirst mit Anstand diesen Abend über dich ergehen lassen. Mit Anstand? Ja. Glaubst du, dass ich das kann? Hilla, ich warne dich. Du weißt doch, wie das ist. Kann alles beherrschen, nur nicht den Schlaf. Wenn du mich unbedingt mitschleppst, kann dir passieren, ich leg mir auf ein paar Sesseln und schlaf ein. Ja, ja, ich kenn dich. Ja. Komm, bitterer Führer, widriger Gefährt, verzweifelter Pilot, komm, drei! Was lachst du denn da? Die tote Julia lacht dich, du Depp! Schäm dich, Bernie! Alles machst du hin, so schön hat Herzl deinen Romeo gemacht, so weinerlich. Was? So weinerlich ist mir ums Herz zumut. Ja, mir auch. Immer wenn ich Zillertal ansehe. Du machst ihm die schöne Leichenritt kaputt. Bitte entschuldigen Sie, Frau Schäfer, aber es war nur, wie er gesagt hat, verzweifelter Pilot. Da hat er dreingeschaut, als könnte er wegen Nebel die Landepiste nicht finden. Nein, so geht das nicht. Da wird dann jeder Höhepunkt zum Tiefpunkt. Nein, bitte. Bitte, lieber Herr Zillertal, nein, bitte, ich möchte so gern sehen, wie der Romeo stirbt. Ja. Eine wahre Genießerin. Ne? Ihnen zuliebe will ich's noch mal angehen. Aber nicht mit dieser, Julia! Sie. Sie müssen dieses holde Geschöpf darstellen. Nein, nicht böse, Herr Zillertaler, aber ich bin erstens einmal, bin ich unhold und zweitens kann ich sowas überhaupt nicht. Sie brauchen nichts können, nur tot sein müssen Sie und still. Komm, legen Sie sich hin, legen Sie sich hin. Viele, viele andere Schauspielerinnen würden sich darum reißen, einmal mit Zillertal auf der Bühne stehen zu dürfen. Aber ich bin ja keine Schauspielerin. Bitte, Heinz, du sollst nicht so zögerlich herumzimpern. Für mich, mir zuliebe, kann es doch wirklich eine Leiche abgeben. Ich muss Ihnen schon ehrlich sagen, ein bisschen peinlich ist mir das schon. Naja, peinlich mit diesem Hut. Pervers, eine Julia. Und mit dieser Brille. Moment. Da wirkt er mir noch. Aber mehr ziehe ich nicht mehr aus. Ich verkühle mich leicht. Komm! Oh Gott. Bitterer Führer. Ja? Widriger Gefährt. Mhm. Verzweifelter Pilot. Nun komm! Auf einmal dein. Treib noch einmal dein sturmerkranktes Schiff in Felsenbrandung. Dies auf dein Wohl. Wo du auch stranden magst, dies meiner Leben. O wackerer Apotheker. O wackerer Apotheker, dein Trank wird schnell. Und so im Kusse sterb. Au, das ist der Deutsche, was ist denn hier? Hallo, lass es los. Dankeschön. Das ist der Kerl. Sag gerade Romeo, und was sind Sie, ein Komparse? Aus Carmen. Nein. Wirklich, Herr Hellmann, jetzt haben Sie aber wirklich gestört. Sie können doch nicht mitten hineinkommen in deinen Abschiedskuss von einem Liebespaar. Nein, das kehrt sich nicht. Moment, ich höre wohl nicht. Haben Sie gesagt Liebespaar? Braute, Sie wollen mir doch nicht einreden wollen, dass der Herr Windeck und dieser Herr... Ole, wer hätte das gedacht? So deppert, Herr. Hellmann, schauen Sie lieber, wo meine Brille ist, weil ich sehe nichts. Da haben Sie die Brille. Die sollten Sie auch aufsetzen, damit Sie sehen, mit wem Sie sich da in innigster Umarmung befunden haben. Wahnsinnig komisch, Sie Ritter von der traurigen Gestalt. Don Quixote, wie? Was heißt Don Quixote?
Sein Pferd, Rosinante, das können Sie spielen. Veronika. Ja, lieber. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, sich auf eine komplizierte Vorstellung unter diesen Umständen vorzubereiten. Ja, mein Lieber, ich weiß. Aber trotzdem warst du hinreißend. Ja. Ach, bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, ich muss mal eben telefonieren in der Volkshochschule, um zu sehen, ob für heute Abend alles richtig vorbereitet ist. Ach, entschuldigen Sie, dürfte ich vielleicht Ihr Telefon benutzen? Ja, natürlich, aber gern, da ist es, bitte schön. Ja, danke. Also das war wirklich so lieb von Ihrem Herrn Gemahl, dass er mir so direkt eine Privatvorstellung gegeben hat. Wissen Sie was, dafür sind Sie beide heute meine Gäste. Ja. Oh, danke schön. Danke. Mädchen. Noch einen Kamillentee. Was heißt noch einen Kamillentee? Sie haben den ersten überhaupt noch nicht getrunken, nur zwei Schnäpse weggeschluckt von Ihrer Frau. Du solltest die Ophelia spielen. Wirklich? War das eine Rolle für mich, ja? Aber in der Szene, wo sie ins Wasser geht. Oh, das ist sehr lieb, danke. Kommen Sie her, Herr Hellmann, das ist ja wie, wir sitzen ja da wie zwei Sandler im Stadtpark auf einer Bank. Man kann das nicht wieder so zurückstellen. Ich weiß auch nicht, ich habe das alles ganz anders arrangiert eigentlich, aber na gut. Ja, vernünftig. So. Apropos, lieber Helmer, ich wollte mich noch vielmals für Ihre liebenswürdige Einladung für heute bedanken. Ja, die Eva lässt sich auch ganz herzlich bedanken. Aber sie kann leider nicht kommen. Richtig. Ja. Sie wissen es. Sie hat Prüfungen nächste Woche und jetzt muss sie lernen. Ja, verstehe ich. Wie die Frau Neuberger und das Fräulein Fuchs. Was? Die haben auch Prüfungen? Nein, die haben andere Ausreden. Die Frau Neuberger hält eine Seance ab und das Fräulein Fuchs, na ausgerechnet das Fräulein Fuchs, findet, dass eine Faschingsparty mit einer Orgie vergleichbar ist und deshalb ist es nichts für sie. Und das Fehlen dieser beiden exzeptionellen Damen stürzt sie so in Depression? Nicht zu vergessen die Frau Hilde, die nämlich dringend ein neues Kleid heute fertig nähen muss. Herr Kurt ist unauffindbar und auch alle anderen übrigen Hausbewohner haben gerade heute was ganz, ganz Wichtiges zu tun. Heißt es, dass wir zwei die Einzigen sind, die da feiern? Und da wird die Stimmung überschwappen. Ole, Rosinante! Nein, so ist es nicht. Die Lafitte kommen mit dem Onkel Guido und mit dem Tommy. Aber nur, ich meine, dafür die nicht so eine riesige Party da arrangieren müssen, nicht? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wieso haben Menschen, die Tür an Tür miteinander wohnen, überhaupt kein Interesse mehr, gemeinsame Feste zu feiern? Man könnte sich ein bisschen näher kennenlernen, man könnte... Ereignisse sind unwichtig. Die Persönlichkeit ist es, die das Publikum anzieht. Ja. Wenn die fehlt, bleibt es aus. Na, vielen Dank, sehr freundlich. Macht nichts, macht nichts. Machen Sie sich nichts draus. Menschen mit einer magischen Anziehungskraft sind rar. Ich erinnere mich da an meinen letzten Shakespeare-Höhepunktabend. Die Polizei musste eingreifen. Okay, und wie viele Tage haben Sie gekriegt? Wieso? Die Polizei musste das Publikum zurückdrängen. Der Saal wäre aus den Fugen geplatzt. Es gab nicht genug Sitzplätze. Okay, wo sind Sie da aufgetreten? In ein Telefonhäusl? Kennen Sie das Münchner Hofbräuhaus? Na, hören Sie, dort sind Sie. Wofür halten Sie mich? Es kommt auf die Dimension an. Viel Lärm um nichts, haben die Kritiker damals gesagt. Na, wissen Sie, Kritiker sollte man nicht allzu ernst nehmen. Despektierst du denn mein Amt nicht? Despektierst du denn meine Jahre nicht? Doch. Wenn ihr nicht weggegangen wäre und es hingeschrieben hätte, dass ich ein Esel bin. Also Moment, von Esel habe ich keinen. Aber ihr wisst doch alle, dass ich ein Esel bin, wenn es auch nicht hingeschrieben war. Ich bitte euch, Leute, erinnert euch daran, dass ich ein Esel bin. Ja, gern. Mein Höhepunkt aus Film und nichts. Gut, nicht eine sorgfältig, klug ausgewählte Textstelle. Ja, tatsächlich, das Publikum hat gerast, aber das war noch gar nichts gegen Cottbus. In Cottbus, da hat die Kassierin einen Nervenzusammenbruch bekommen, wegen des großen Publikumansturms. So, bitte, da ist Ihr Tee. Ach, na endlich, ist dort die Volkshochschule? Ja, hier Zillertal. Ich möchte wissen, wie das... Aha, ja, danke. Ah, so, ich bin gerade dabei, für Sie und Ihren lieben Mann Faschingskrapfen herzurichten.
hat mein Eduard selbst gebacken, nur das kann er. Mein Gott, ist das schade, dass Sie meinen Eduard nicht kennenlernen, aber er wird leider erst um 7 Uhr zu uns zurückstoßen. Aber ich werde ihm schon erzählen, wie Ihr lieber Herr Gemahl mir den Romeo gemacht hat. Ja. Ja, was haben Sie denn? Sie haben irgendwie so eine bedrückte Miene in Ihrem Gesicht. Ja, das bin ich auch. Er tut mir ja so leid. Mein Mann? No. Das muss er nicht. Wir führen eine sehr glückliche Ehe. Ja, wir auch. Und deswegen tut es mir ja so leid, wenn ich ihn verletzen muss. Na, warum ist es denn? Wissen Sie, ich habe gerade mit der Volkshochschule telefoniert und diesmal ist es noch schlimmer als sonst. Ja, was denn? Ja, der Publikumsansturm ist ja nie sehr groß, wenn er auftritt, aber diesmal... Ja, Sie haben mir gesagt, dass nicht eine einzige Karte verkauft worden ist. Nein, aber das gibt's ja gar nicht. Doch, leider. Wenn wir in München auftreten, dann geht ja wenigstens noch meine Mutter rein und eine Tante und ein paar entfernte Verwandte, aber hier kennen wir ja niemanden. Mein Gott, und dabei ist der Herr Gemahl doch fast ein Genie. Mein Gott, er hat mich so aufgeregt, wie er da als Romeo, wie er den Schnaps genommen hat und wie er ihm so hinuntergeschüttet hat, als wär's Gift. Ich war ganz außer mir. Ich muss Ihnen sagen, ich bin direkt erschrocken, dass vielleicht wirklich was Schlechtes in dem Glas drin gewesen sein könnte. So lebendig ist er gestorben. Ja, nicht wahr? Er ist doch wirklich großartig, nur eben verkannt. Wie so viele gute Schauspieler zu Lebzeiten. Oh ja, das kann sich ja ändern. Ja, das glaube ich auch. Irgendwann wird die Welt einmal verstehen, was Kurt Zillertal wirklich kann. Nämlich alles. Ja, der legt Ihnen einen verkauften Großvater genauso hin wie den Othello. Mein Gott, wie gern möchte ich die alle liegen sehen. Aber Sie verstehen, ich kann leider nicht hier aus dem Lokal weg, weil die Konditorei habe ich voller Fasching. Ja, das würde auch nichts nützen, wenn Sie ein einzelner Zuschauer, ändert daran nichts. Sie werden die ganze Vorstellung absagen. Wenn ich nur wüsste, wie ich das dem Kurt beibringe. Dabei ist es seit 4 Monaten das erste Mal, dass er wieder wo engagiert worden ist. Wahrscheinlich ist das Ganze auch ein finanzielles Problem, nicht? Ach nein, das geht schon irgendwie. Ja, ich stricke in Heimarbeit Pullover und da kommen wir schon irgendwie durch. Ja, im Leben ist ja mein Kurt sehr bescheiden, nur eben künstlerisch hoch anspruchsvoll. Und gerade für heute Abend hat er sich wieder eine neue Dimension für die Höhepunkte ausgedacht. Er spielt auch die Frauenrollen. So ein Jammer. Wer Narben lacht, hat Wunden nie gefühlt. Doch still, was schimmert am Balkone dort? Geh auf, du holde Sonn, ertöte Lunen, die neidisch macht Gefühle und das All. Und Julia ist's, und Julia, der Ost und auch die Sonne. Bravo, bravo, bravo. Ich glaube, ich möchte auch Schauspieler werden. Ja, wohl an, aber das ist ein harter Beruf. Das Wichtigste, was du brauchst, ist ein guter Lehrer. Ja. Nicht? Kennen Sie einen? Ja, unter Umständen. Ich müsste natürlich dein Talent erst prüfen. Würde ich dich unterrichten? So, Bernie, komm hilf! Ja. Verteil das Ganze auf die Tische. Frau Chefin, bitte flippen Sie mal jetzt nicht aus, aber ich werde kündigen, weil ich werde jetzt nämlich Schauspieler. Na, da erinnere mich morgen, dass ich dir die Leviten lese, halt, dass den anderen auftritt, ja? Aber der Auftritt findet nicht statt, mangels Publikum. Kurti, du weißt es schon. Naja, dieser spanische Komparse aus Carmen hat es mir erzählt. Ja, es tut mir sehr leid, Frau Otte, aber stimmt. Also außer den Lafitz kommt niemand zu unserer Faschingsparty. Ja, also niemand bin in dem Fall ich, nicht? Darf ich das sagen? Mr. Nobody, der einsame Cowboy. Hey nun, Gary Cooper! Sie kommen die staubige Straße herab, ziehen Ihren Revolver, natürlich zu spät. Natürlich. Ein Schuss bellt. Wow, wow, wow. Ein Schuss bellt und Sie fallen tot getroffen nieder in den Staub. Das ist eine herrliche Rolle. Wer erschießt mich? Geben Sie mir Ihre Pistole, ich erledige das souverän. Das heißt also, dass ich mir meine Faschingskröpfe... Genau das, Frau Schäfer. Das tut mir aber wirklich sehr leid für Sie. Ja, ist das nicht ein merkwürdiges Zusammentreffen heute? Ja,
Vielleicht ist das so heute Abend, dass die Planeten einfach schlecht stehen für Veranstaltungen. Veronika, verschreiß nicht. Spuck über die linke Schulter, schnell. Zusammentreffen? Sie haben jetzt gesagt, zusammentreffen, ja? Da habe ich jetzt eine Idee. Entschuldigen Sie einen Moment, aber ich bin gleich wieder da, ja? Also Moment mal. Also das finde ich wird immer besser heute. Zuerst haben wir keine Gäste, jetzt haben wir auch keine Wirtin mehr. Wozu? Brauchen wir welche? Ich meine, schauen Sie, die Krapfen, die schießen wir uns und die Getränke werden dann Sie servieren, im Samba-Schritt. Ja, also wenn dann schon Flamenco. Olle! Sie können Bauchtanzen, das finde ich echt geil. Veronika, ich möchte hinübergehen und die Bühne kontrollieren. Veronika, komm. Komm, Kurti. Was willst du? Setz dich. Setzen? Wieso? Weshalb? Warum? Weil ich dir etwas sagen muss. Ja, aber nichts Unangenehmes. Das kann ich nicht vertragen. Das macht mich nervös vor einer Vorstellung. Und wenn ich nervös bin, dann, weißt du, dann bin ich nicht so gut. Nicht? Und es wäre unfair meinem Publikum gegenüber. Komm doch schon, Franz, trödel mich. Ja, bitte, komm. Bitte, nur keine Hektik. Es beginnt ja erst um 6 Uhr. Na gut. Also, mir wäre es ja überhaupt am liebsten, wenn ich erst um 9 Uhr hinuntergehen würde und um 9:30 wieder weg. Ja, was denn, eine ganze halbe Stunde willst du bleiben? So lang? Wie sollen die armen anderen Gäste das aushalten? Die Otti freut sich, wenn wir bald kommen, dann können wir ihr noch ein bisschen helfen. Ja, wer ist denn das wieder? Weiß nicht. Otti, gell, du kommst uns holen. Ach, das wir sind mich schon auf dem Weg. Was hast du denn? Ich muss etwas besprechen. Ich habe einen Vorschlag. Ja, Moment. Du, falls es sich um Kostüm handelt, sag ich gleich nein. Bitte haben mich höflichkeitshalber bereit erklärt, auf diese Forschungsparty zu gehen. Aber das möchte ich ja mit euch besprechen. Ach, du willst was mit uns besprechen? Ja. Na komm, dann gehen wir wieder mal hinein. Denn weißt du, wenn du redest, also da sitze ich lieber. Ach so. Na, ich verstehe, was du damit sagen willst. Du willst sagen, dass ich immer zu viel und zu lang rede, was? Bitte, ja, ist auch möglich, ja? Tut mir leid, wenn es so ist. Bitte sehr. Ich bitte dich, aber hör doch nicht auf ihn, er meint's nicht so, kennst ihn doch. Nein, der Gute, er lässt nur keine Beleidigung aus. Ja, so setzt sich doch ein. Na ja, setzt sich, der kommt. Moment, also bitte, sitzen jetzt alle? Wir sitzen. Also dann, los, Otti. Also ich muss schon sagen, bei so einem Ton könnte es einem die Rede verschlagen. So bitte, ich werde versuchen, meinen Vorschlag in einem einzigen Satz hineinzuformulieren. Weißt du, Otti, welcher Satz mir der liebste wäre? Die Faschingsparty findet nicht statt. Okay. Ja. Was heißt das? Ja heißt nein. Bitte, das verstehe ich nicht. Na, diese Verständnislosigkeit ist nur die Schuld von Franz. Nein. Schuld sind die Hausbewohner alle hier, die alle abgesagt haben. Aber vielleicht ist das die Rettung für den Zillertal. Bitte, es heißt das Zillertal. So weit kannst du jetzt wirklich schon Deutsch kennen, Otting, das Zillertal. Aber kannst du mal bitte erklären, wieso es für das Zillertal die Rettung ist, wann unsere Faschingsparty nicht stattfindet? Ja, na, vielleicht können wir seine Vorstellung retten, wenn wir alle miteinander hingehen. Wohin denn bitte? Na, zum Herrn Zillertal. Ja. Er ist ein Schauspieler, Kurt mit Vornamen. Ja, den habe ich noch nie gehört. Den Namen. Ich auch nicht. Na, ja, das ist es ja, andere auch nicht. Aber das muss sich ändern. Wir könnten das alle machen. Also ich meine, wenn wir hingehen, da seid ihr drei hier, dann wir sind unten vier, das wären also sieben, dann kommt noch der Tommy dazu, dann ist der Eduard, der kommt um sieben. Mhm. Na, und die Frau Zillertal, da wären wir ja 10 Personen, und die Volkshochschule, wenn 10 Personen Publikum ist, muss die Volkshochschule spielen. Ja, was spielt denn der Herr? Alle Shakespeare. Na, also alle Shakespeare. Das geht nicht, weißt du, weil das würde, glaube ich, viele Tage dauern. Ja. Nein, die Höhepunkte. Er ganz allein. Ein Irrer? Nein, ein ganz großer Schauspieler, das habe ich selbst gesehen. Weißt du, wie der mich bewegt hat? Also wie der als Romeo, ich muss euch das schildern, wie der als Romeo hingestürzt ist über den hingelegten Heinz, ja? Und der dann geschrien hat, verzweifelter Pilot, treib's noch einmal. Na, das war so großartig, also mir sind die Tränen gekommen und wie er dann den Abschiedskuss gegeben hat, als Romeo dem Heinz, das war, Franziska, wenn du
Wenn du das gesehen hättest. Na, das heißt sehen müssen. Ja, nein, nein. Also, das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Da bin ich wirklich meinem Schicksal dankbar dafür, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ich bete zu Gott, dass es weiterhin an mir vorbeigeht. Niemand will mich sehen. Ja, das liegt doch nicht an dir. Keine einzige Karte verkauft. Ja, vielleicht ist der Tag heute ungünstig. Vielleicht wollen die Leute am Faschingssamstag keine Klassiker sehen. Ja, das mag Shakespeare gelten, aber doch nicht mehr. In ganz Europa strömen die Menschen in meine Vorstellungen. Ne? Ach Gott. Aber du erinnere dich doch an St. Pölten. Da waren es glatte Altersheim. Das ganze Altersheim war da. Und dann der nette japanische Tourist, weißt du, der hat Fotos von mir gemacht. Dreimal hat er mich fotografiert. Aber schauen Sie, das ist ja, wissen Sie, es ist so nicht, St. Pölten ist halt eine Weltstadt, nicht? Wien ist ja diese Provinz. Ja, richtig. Und vor allem überhaupt noch nicht reif für so ein anspruchsvolles Unternehmen wie ja, Ihnen. Ja, das ist es. Hm? Ja, es ist eine künstlerische Wüste, ist das. Ja. Na, glauben Sie, der Jimi Hendrix der da auftreten? Du dummes Mädel, der ist schon lange tot. Olena, und? Nicht einmal begraben möchte er da sein. Und warum sind die Kapuzinergruft, wenn sie ihm anbieten denn? Also kränken Sie sich nicht, Herr Zillertal. Sie sehen, Sie sind nicht allein verkannt. Deine große Zeit wird noch kommen. Die Theater werden sich noch um dich reißen. Ach, Veronika, das sagst du doch schon 20 Jahre. Na und, was sind 20 Jahre? Ist doch keine Zeit, nicht? Gerade heute, wo die Leute Menschen immer älter werden, ja genau. Nein, nicht alles. Früher, John Lennon ja. Zum Beispiel, der ist schon 1980. Es gibt eine Ruhe. Du hast wirklich eine morbide Fantasie. Er kommt immer nur Methoden. Aber ganz im Ernst, Herr Zillertal. Zillertal. Entschuldigung, Herr Zillertal. Ich finde, für die wirklich guten Rollen sind Sie einfach noch zu jung. Was glauben Sie, was noch alles auf Sie zukommt? Ein ganzer Haufen König, nicht? Der Philipp. Lia, Froschkönig, Hamlets Vater. Ja, das ist mehr ein Geist. Na, Ghostbusters, ja. Auch super. Was für ein Schicksal, ein kurzsichtiger Cowboy, ein verlassener Spanier und eine Sängerin, die ein Mann ist, ist mir von meinem Publikum geblieben. Doch niemals gab es so ein herbes Los als das Veronikas und ihres Romans. Komm, iss einen Krapfen, Liebling, das beruhigt. Ach ja. Und danach? Danach isst du noch einen und dann werden wir weitersehen. So, telefoniert, die Hansi kommt auch. Oh. Aber nicht allein, sie ist nämlich bei einem Damenkränzchen. Und alle acht Kränzchen-Damen, die kommen auch. Nein, ja, also wie gut, das ist aber so schön. Das ist großartig, der Fan. Also, den Mimen wird der Schlag treffen. So viel Publikum hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Ja. Also. Ich möchte dich bitten, dass du deine zynischen Bemerkungen lässt. Weißt du? Ich weiß nämlich, wie das ist, wenn man auf der Bühne steht und in den Zuschauerraum schaut und da sind lauter schwarze Löcher, statt dass da Leute sitzen, nicht? Man arbeitet dafür, man probt wochenlang, monatelang manchmal und dann stellt man sich was vor und dann sehnt man sich nach einem Erfolg und auf einmal merkt man, es interessiert sich ja niemand für einen. Also ich muss dir sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr schlimmer Moment. Ja, bitte, bitte. Ich ziehe meine vorherige Bemerkung mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns zurück. Also gut, wir werden natürlich alle hingehen. Ich verspreche dir, ich werde bei den Höhepunkten nicht nur applaudieren, sondern auch noch Bravo rufen. Und ich rufe auch Bravo, 10-mal, 12-mal, du Franz, wenn wir zwei klatschen, bei unserem Temperament, das klingt ja wie wenn 109 Leute schreien würden und applaudieren. Oh, ist das großartig, ich danke euch so. Ihr seid so liebe Menschen. So, ich stürze jetzt hinunter, damit ich dem Herrn Zillertal sagen kann, was für freudige Überraschung ihn erwartet. Cool. Ja, der wird so glücklich sein, ich glaube, der wird mir heute den Romeo auf lustig hinlegen. Ich werde gleich mit dir hinunterstürzen. Und sag mal, du, ich werde auch, weil ich dem Künstler will, ich vorher noch diese Geschichte mit gebrochenen Füßen, oder wie heißt das in eurem Hals und Beinbruch, Hals und Beinbruch wünschen. Ja, spucken muss man auch. Na, spuck ich auch, bitteschön. Franz, ja. Siehst du, das sind die Momente, wo ich weiß,
warum ich dich so gern habe. Na, das habe ich doch nur dir zuliebe getan. So, und der Künstler, der soll auch etwas davon haben, der kriegt von mir eine Flasche Shampoos extra. Bravo! Ach, genau. Ja, das muss ich schon. Ja, hinüber. Die Reisekosten müssen Sie dir wenigstens ersetzen. Nein, nein, ich will kein Almosen. Ja, du musst das doch nicht machen. Ich mache das schon für dich. Mir macht das überhaupt nichts aus. Na, das müssen Sie sich schon zahlen lassen, Herr Zillertal. Ich bin sogar dafür, dass Sie sich die Abendgage auszahlen lassen, auch wenn Sie nicht auftreten. Aber selbstverständlich, bitte. Das ist bei den Sängern in der Oper auch durchaus üblich. Auf so ein tiefes Niveau möchte ich nie kommen. Niveau ist doch vollkommen wurscht. Hauptsache der Scheck ist gedeckt. Das ist alles. Ach, schnöder Mammon kann doch nicht eine solche Kränkung gut machen. Aber nein, gut machen nicht. Aber die Kränkung lässt sich vielleicht ein bisschen leichter ertragen, wenn man Amarie in der Tasche hat. Finden Sie nicht, Herr? Herr Zillertal, ist doch einfacher. Ja, so ein kleiner, ja, zum Beispiel, wenn Sie eine Möglichkeit hätten, Sie, dass Sie Politiker werden. Ich werde mein Leben beenden, Politiker. Nein, nicht beenden. Vielleicht wäre das Politiker. Nein, das lasse ich nicht zu. Ist das keine Idee? Politiker, ja, denken Sie mal nach, wäre doch eine Alternative, Politiker zu werden. Ja, Politiker, da hätte ich ein fettes, großes Gehalt, hätte ich Repressionen, ich hätte als Politiker Diäten, ich hätte und du... Mein Schatz, müsstest nicht mehr diese Pullover stricken, was ich dich schon lange fragen wollte. Du strickst dauernd Pullover. Ich sehe dich nie einen tragen. Was machst du denn? Herr Zillertal! Herr Zillertal! Ich habe eine große Freude für Sie. Das Publikum wird heute bei Ihnen strömen. Bitte, darf ich vorstellen, hier strömt zuerst einmal Frau und Herr Hilla Lafitte, dann der Schwager Guido. Schönen guten Tag. Und er hat 9 Damen bereitgestellt. Ja, dann, wer hat? Ja, dann ist noch der Tommy und halt dann so alles, was da herumsteht. Ach, selbstverständlich, na, das ist doch eine herrliche... Bitte, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja. Gott sei Dank sind Sie nicht drauf gekommen, weil Ihre Ideen erleiden ja gelegentlich Schiffbruch. Nicht immer an der heutigen Party deutlich sieht. Übrigens, Hilda Lafitte ist ja eigentlich... Eine ehemalige von Ihnen, eine Kollegin. Ja, aber die sich nie an die Höhepunkte von Shakespeare herangetraut hat. Sie sind, ich wünsche für heute Abend alles Gute. Also mir fehlen die, was selten vorkommt, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, danke, Sie werden sehen, Sie werden den heutigen Abend nicht bereuen. Ja, Kurti, dann müssen wir uns ja wohl beeilen und rübergehen. Ja, du musst dich schließlich noch schminken und ich muss dir die ganze Garderobe herrichten. Hast du die Bärte eingepackt, aber ja? Aber natürlich, selbstverständlich. Und die grauen Perücken, ja? Ich spiele den Hamlet nämlich grauhaarig. Nicht so als jungen Schnösel, wie Shakespeare wollte, sondern als ehrwürdig, resignierten Greis. Ja, komm jetzt, Kurti. Auf Wiedersehen bei Shakespeare. Bei Shakespeare. Ja, auf Wiedersehen. Bei Shakespeare sehen wir uns wieder. Astelöge. Ach, Veronika, herrlich, herrlich, wie diese Leutchen sich auf meine Vorstellung freuen, wie sie der Vorstellung entgegenführen. Findest du nicht rührend? Ja, doch, aber wir müssen uns jetzt beeilen. Du musst doch noch das Prinzengewand probieren. Du weißt, das ist schon etwas eng geworden. Ja, vielleicht muss ich einen Abnäher auftrennen. Weißt du, ich überlege gerade, was ich diesen netten Menschen für eine Freude bereiten könnte. Ja, inwiefern? Ich könnte das Programm verlängern. Eine halbe Stunde, eine Stunde mache ich. Eine Stunde verlängern, Veronika. Die guten Leutchen werden weinen vor Freude. Ja, also eine Ophelia hat es schon gegeben als Greising. Das war vor ein paar Jahren in Hamburg. Aber der Hamlet als Greis, das ist originell. Also wenn das der Zadek erfährt, dann frisst er Neid, dass ihm das nicht eingefallen ist. Also so wie ich das aushalten werde, hoffentlich ist es eine kurze Vorstellung. Nein, das ist gar nicht lang. Ich habe den Romeo erlebt, bei mir war er von einer sehr schnellen Kürze. Also kurz vielleicht, aber keineswegs schmerzlos. Nein. Ein Cowboy kennt keinen Schmerz. Ach, das ist ein Irrtum, Signor. Sie meinen die Indianer. Sagen Sie, Frau Schäfer, glauben Sie vielleicht... Der hat mich mitspielen lassen. Ich meine, ich muss ja nichts reden. Ne? Ich brauche nur über die Bühne gehen und was tragen. Also Tabletten mit Gäsern oder was tragen. So. Ja, du lässt dir alles hinunterfallen. Nein, du spielst nicht mit, weil du machst das ganze Stück kaputt. Na, ich glaube, das macht ja ganz allein. Aber doch nicht vor einem Publikum, wenn du eines bist. Ja,
wäre doch noch eine Krone da gewesen, schaut's mich an. Ja, sie passt auf mein königliches Haupt, was sagst du nicht? Ja, also was soll ich da sagen? Ich kann sagen, also wirklich, da glaube ich, bevor ich mir das anschaue, schaue ich mir noch lieber den Dänenprinz in der Seniorenfassung. Okay, aus dir spricht doch nur der Neid, weil dir niemand eine Krone angeboten hat. Aber die gebührt nun einmal dem Erstgeborenen. Und der bin in der Familie Lafitte immer noch ich. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht bestreite.